Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil meiner kleinen Burst-Serie an Videos. Es werden ja nur drei. Beim letzten Mal hatten wir die Kombination mit dem letzten Urteil. Jetzt geht es weiter mit Seraphim. Wird im PvP eigentlich so gar nicht gespielt als Retri. Es ist auch etwas, irgendwie verkrüppelt, aber ich hab's. Ich habe es ein paar Mal probiert. Es ist definitiv. Es ist nicht, also in Kombination mit Heiligem Rächer und so weiter, es ist nicht schwach. Das wird schon unterschätzt. Das Problem ist halt nur, es spielt sich krüppelig, weil es halt so teuer ist. Es macht halt Folgendes: Es erhöht Tempo, kritische Trefferwertung, Meisterschaft, Mehrfachschlag und Vielseitigkeit um 1000. Also 1000 Werte. Für 15 Sekunden. Halt 30 Sekunden Abklingzeit. Kann man also sehr oft benutzen. Problem ist, es kostet 5 Heilige Macht. Also das Maximale, was wir aufbauen können. Ist damit also sehr, sehr teuer. Ja, gut. Also wirklich, ja, wirklich brauchbar ist es im PvP nur bedingt. Ja, muss man probieren. Also im BG ist es definitiv brauchbar. In Kombination mit Heiliger Rächer aber nur. Also mit geweihter Zorn oder mit göttlicher Bestimmung total unbrauchbar. Es geht nur damit. Ist auf jeden Fall spaßig. Zeige ich euch jetzt, wie man damit dann, ne, den Leuten mal auf die Fresse haut. Glyphen ist eigentlich egal, weil hier in den. Wir haben wirklich nur 15 Sekunden, wo wir richtig Schaden machen. Danach halt fällt es radikal ab. Achso, das Makro, das ist Symbol, das ist eigentlich hier jemand. Seraphim, zornige Vergeltung, heilige Rächer und am Ende den Hammer des Zorns, damit man sofort den Hammer schmeißt. Damit wir in dem Fall gleich drei Heilige Macht haben. Das heißt, in dem Falle, wir lassen das Siegel der Gerechtigkeit drin. Das ist eigentlich auch das Siegel, was man als Retri ja macht, benutzt hauptsächlich. Hatte ich im großen Guide ja schon mal erläutert. Sollte eigentlich klar sein. Und wir fangen jetzt erstmal an. Wir müssen 5 Heilige Macht aufbauen. Wir haben den Richtspruch geskillt. Das ist das hier. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine einzige auf, Heilige Macht. Dann hauen wir den Richtspruch raus, weil der tickt ja 9 Sekunden. Und bei der 10. Sekunde macht es Bam. Und das soll alles schön getimed sein mit dem Burst, damit wir den 20% Bonus von zorniger Vergeltung haben. 20% mehr Damage. Und diese 1000 Werte plus alles bei Seraphim. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit Kreuzfeuerstoß an. Richtspruch. Jetzt bauen wir die Heilige Macht auf. Jetzt haben wir auch die beiden Procs hier. So, jetzt kommt hier unten gleich das letzte. Und jetzt geht's los. Und da kommt ja gleich schon mal was Dickes raus. Also das ist, ja. Da geht schon ordentlich was. Darf man echt nicht unterschätzen. Aber es hält halt nur so kurz. Das ist halt wie immer der Nachteil. Aber gut, das ist ja normal. So, jetzt haben wir hier auch eine ordentliche DPS. Und wir gucken mal hier, Hand des Lichts. Nochmal kurz zur Info. Ja, werde ich jedem hier sagen. Die Trainingspuppen haben keine Vielseitigkeit, also die kriegen vollen Schaden, die kriegen auch 200% kritische Treffer ab. Und nicht 150%, wie es im PvP ist. Dennoch kann man das entsprechend ableiten. Also wir haben hier Mastery-Pock von 123.000. Und da haben wir das Zorns mit 101.600, also es ist sehr ordentlich. Und ich hatte das im BG mal probiert, aber nicht aufgenommen. Da hat ein Gegner auch eine Hand des Lichts mit 100.000 abbekommen. Es war jetzt, muss natürlich fair sein, es war jetzt kein, ich weiß gar nicht, was es war. Aber ich glaube, der hatte die Trinkets auch nicht angehabt. Dann kriegt er nochmal 15% mehr Schaden, aber spielt ja keine Rolle. Es ist extrem heftig. Ja, und die Mastery steigt halt auch entsprechend an. Ne? 1000 Mastery sind, glaube ich, 19%, wenn ich mich nicht irre. Also ist definitiv sehr, sehr ordentlich. Man darf halt nicht vergessen, man hat Seraphim alle 15 Sekunden, alle 30 Sekunden kann man Seraphim benutzen. Es ist schon nett. Man merkt das halt schon, die 1000 Tempo-Wertung, weil man dann einfach schneller zuhört. Also das ist schon sehr, sehr angenehm. Aber gut, probiert es einfach mal im BG aus. Arena weiß ich nicht. Es spielt sich halt dann irgendwie so ein bisschen, naja, muss man schauen. Das Problem ist halt bei Seraphim, wenn ich das letzte Urteilskill ist, ist passiv. Ich baue 3 Heilige Macht auf, habe die höhere Reichweite, habe kompletten Heiligschaden. Natürlich entsprechend höher. Der göttliche Sturm wird gebufft dadurch. Das merkt man dann schon. Also Seraphim kann ich zwar oft benutzen, aber es pusht alle Werte für. Es ist nicht schlecht, aber es ist halt einfach teuer wie Sau. Weil 5 Heilige Macht aufzubauen dauert schon mal eine Weile.
Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, wenn Fragen sind dazu, ab in die Kommentare oder auf Twitter. Und ja, wir sehen uns dann beim letzten Burst-Video oder generell beim nächsten Video. Bis denne, tschüss!